Herzlich willkommen bei Musiker TV, der Mario, ich grüße euch. Es gibt Zuwachs in der Moore Micro Preamp Familie und zwar gibt es zwei neue Pedale, einmal das Pedal Nummer 19 und Nummer 20. Das Pedal Nummer 19 trägt den Namen UK Gold PLX. Hier steckt der Name Plexi drin und zwar das Modell von 1967 mit 50 Watt aus der Sammlung von Tracy Guns. Das Pedal Nummer 20 trägt den Namen Blueno. Hier stand der Tony Bruno Underground 30 mit 36 Watt als Vorbild. Wie alle Micro Preamp Pedale verfügen auch diese Pedale über eine Dreibandklangregelung, Höhenmitten, Bässe. Es gibt ein Gain- und ein Volume-Regler, den Channel Cabinet Taster zum Wechseln der Kanäle bzw. Aktivieren der Speaker Simulation. Hier befindet sich auch eine Status LED, der Fußschalter Drew Bypass, ein stabiles Metallgehäuse. Batteriebetrieb ist aufgrund der Größe nicht möglich, aber an der Stirnseite befindet sich hier der Netzanschluss. Man kann die Preamp-Pedale direkt an die Soundkarte, einen Monitor oder an die PA anschließen, ohne dass ein richtiger Verstärker oder Lautsprecherbox vorhanden ist. Man kann sie aber auch direkt an den FX-Return eines Verstärkers anschließen. Sie sind nicht dafür geeignet, sie am Instrumenteneingang zu verwenden. Ich schließe die Preamp-Pedale diesmal am FX-Return vom Verstärker an. Dieser läuft wiederum über das Two Notes Torpedo Studio. Das heißt, die Speaker-Simulationen an den Preamp-Pedalen ist deaktiviert. Das erkennt man an den nicht blinkenden Status-LEDs. Der Micro Preamp UK Gold PLX ist gleichbedeutend mit dem klassischen Rock der 70er Jahre und reicht von knackigen, glitzernden Clean Tones mit vielen Details im blauen Kanal über den klassischen Overdrive mit beißenden Mitten bis hin zu genau der richtigen Menge an Low-End-Sec, um die voll aufgerissenen Plexi-Sounds vergangener Jahre wieder aufleben zu lassen. Der Moore Blueno bildet den Sound des begehrtesten Verstärkers der Welt nach. Der blaue Kanal bietet einen seidigen Schein, der tiefgründig, räumlich und sensibel auftritt. Der rote Kanal liefert einen übersteuerten, fetten und runden Ton mit exquisitem Funkeln der Höhen, reichhaltigen Obertönen und singendem Sustain. Ich beginne mit Preamp-Pedal Nummer 19 im Clean-Kanal. Und weiter geht's mit Preamp-Pedal Nummer 20. Ich beginne auch hier mit dem Clean-Kanal.
Das war's von Musiker TV zu den Moore Micro Preamp Pedalen Nummer 19 und Nummer 20. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Das würde mich freuen. Wenn ihr Fragen haben solltet, hinterlasst eine Nachricht unter dem Video. Schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.